Rüttimann geblockt. Man hat immerhin guten Druck in diesem 6 gegen 5. Also man kann den Ball immer wieder zurückgewinnen, wieder Chancen kreieren von Neuem. Aber das Motto will nicht anhängen. Es ist nach wie vor ein weiter Weg natürlich zum Unentschieden. Es sind immer noch 4 Tore. Wolbe, schwieriger Ball da nach draußen zu Gehrig. Guter Ball zurück. Jetzt die Möglichkeit. Guter Block. Ja, mittlerweile ist es nicht mehr. Ja, jetzt wird es zum Wunder, oder? Ja, absolut. Ja. Jetzt sind wir so über die Grenze aus, was gut machbar ist. Aber Wunder sind nie gut machbar. Gehrig, der Ball ist drin! Julia Sutter. So, 3:6. Nach 18 Minuten und 18 Sekunden nahm das Wunder seinen Lauf. Ja, also Bau in die Mitte, in die gefährliche Zone. Irgendwann ist kein, natürlich so einer rein. Und jetzt muss ein einfach. Tor. Und dann beginnen die Tschechinnen wirklich zu zittern. Ja, genau. Pulli jetzt ganz wichtig. Das Nächste. Nicht, dass die Tschechien hier in Ballbesitz kommen und noch Sekunden können gewinnen für sich. Und die Schweiz natürlich jetzt kein Stress da. Und dann noch das Timeout. Sie sich auch erholen, die sechs Feldspielerinnen, die man auf dem Feld hatte. 3:6. Drei Tore fehlen zum Wunder von Neuenburg. Die Reds haben ja im Fußball zuletzt das Wunder geschafft. In der Champions League, im Halbfinale. Halbfinale, auch das. Liverpool, damals gegen Barcelona. Mit 4:0. Nein, aber 90 Minuten Zeit gehabt. Ja, und es ging auch schneller vonstatten, dieses Wunder. Aber... Ja, hier wird es definitiv knapp. Die Schweizerinnen bleiben mit 6 Feldspielerinnen auf dem Platz. Das heißt, es ist ungemein wichtig, das nächste Bulli zu gewinnen. Und gewinnen soll es die Captain, Florina Martin. Sie holt sich den Ball. Weiter das Wunder von Neuenburg möglich. 1,5 Minuten für 3 Tore. Es muss schnell gehen, das ist klar. Gehrig, wow. Da ist das 4:6. Julia Sutter, Volley. Julia Sutter, schon wieder. Und jetzt wird die Tschechin nervös. Genau. Endlich. Super, ja, genau. Von Schweiz. Die Betreuer sagen, ruhig bleiben. Und mit dem ruhig bleiben sagst du eigentlich, ich bin auch scheiße nervös. Gehrig, die lässt man machen. Ja, und sowieso, die Schweiz kommt sehr einfach in die Zone rein. Und Gehrig hat so viel Platz. Aber da auch wunderbar gemacht, einen schönen Flip-Pass auf einen langen Pfosten. Und das ist auch nicht einfach, Julia Sutter. Da hat sie jetzt die Entschlossenheit. Das Goal vorher hat er sicher auch gut da und das nötige Selbstvertrauen noch gegeben. Marti. Ja, wir sind wieder im realistischen Bereich angekommen. Marti gewinnt das Anspiel aber diesmal nicht. Die Schweizerinnen noch nicht wirklich im Ballbesitz. Jetzt sind sie es. 6 gegen 5. 1:20. Ulbe, Rüttimann, Marti, geblockt und jetzt wird es schwierig. Urbankova daneben. Ja gut, geht der Ball raus. Da wird das Spiel wieder unterbrochen, Zeit angehalten, wichtige Sekunde. Es muss weitergehen, klar. 1 Minute für 2 Tore, das reicht. Ulbe und fast wieder in der Mitte, Sutter. Der Ball muss in die Mitte, da ist das 5:6! Da ist das 5:6! Es bleiben 51 Sekunden. Ganz, ganz stark von Schweiz. Serena Ulbe. Fuß verletzt. Praktisch die ganze Saison out. Und da ist sie. Die erfahrene Teamleaderin der Schweiz. Und jetzt hängt es eben auch bei den anderen an. Man hat gesagt, man kann lange anstecken. Wenn es plötzlich anhängt. Und wieder ist es Isabel Gehrig. Ja, super, passt da.
Ich glaube, sie sollten die angreifen mittlerweile. Die ist on fire. Ja, und Tschechien wirklich nur noch Prinzip Hoffnung. Wow. Die Schweizerinnen bleiben mit 6 Feldspielerinnen drauf. Und egal wie das hier ausgeht, das war eine Riesenshow in den letzten Minuten von der Schweiz. Wir ziehen sämtliche Hüte, die wir hier nicht tragen. 51 Sekunden, um noch das Unentschieden zu holen. Jawohl! Nein! Zu früh bewegt, deshalb die Tschechinnen im Ballbesitz und jetzt wird es unglaublich schwierig. Lassen Sie jetzt alles laufen, die Schiedsrichterinnen. So, Heini, Ball und weg und 30 Sekunden, 6 gegen 5. Ja, das reicht noch. Das reicht für einen Abschluss, vielleicht zwei. Tscheche sicher mit einem ganz schlechten Gefühl. Und dann schießt er drin! Er ist drin! Er ist drin! 23 Sekunden fehlen! Und die Schweiz gleicht aus! Ich fasse es nicht. Hühnerhaut am ganzen Körper. Der absolute Wahnsinn. Wann hat der Superhit "Das ist Wahnsinn" besser gepasst als hier? Wow. Wow, die Stimmung taubenbrönt. Der Finale war weg. Und jetzt ist er plötzlich wieder da. Da alles richtig gemacht, wieder von den Tschechinnen. Und dann ist es Michelle Wicki. Ja, und Dolber bringt den Ball einfach irgendwie richtig Goal. Und Wicki ist dort. Und jetzt und plötzlich Tschechien fällt alles rein. Auflösungserscheinungen. Es fällt alles rein. Ja. Vorhin gingen die Bälle knapp daneben. Cristiano war irgendwie noch dran mit dem Helm, mit dem Zeigefinger, irgendwie. Unglaublich. Wow. Lara Heini natürlich mittlerweile wieder im Tor. Jetzt, wie geht's weiter? Ja, jetzt geht's mal mit 23 Sekunden drittes Drittel weiter. Und ich bin nicht sicher, ob wir eine Verlängerung erleben bei diesem Spielverlauf. Jetzt kein... Ich sag's gar nicht. 20 Sekunden im dritten Drittel. Es ist ein Märchen. Nach 18 Minuten und 18 Sekunden haben wir das Wunder von Neuenburg hingeredet. Oh, knapp vorbei. Ein Angriff. Bleibt noch Julia Sutter, sagt nein, schön ruhig. Das Wunder, es ist noch nicht ganz geschehen, aber es hat begonnen. 5 Tore in den letzten 2 Minuten. Und die Schweiz bleibt im Rennen um einen Halbfinal, um einen Finalplatz. Wow. 2 Minuten gibt es Pause. 2 Minuten, in denen sich die Tschechinnen wieder sammeln müssen. Viel schwieriger natürlich jetzt die Ausgangslage für Sascha Rina und seine Spieler innen. Die Tschechinnen, sie sahen 58 Minuten lang so souverän aus. Sie haben alles richtig gemacht. Ich wüsste nicht, was ich ihnen vorwerfen müsste. Vielleicht etwas zu passiv in den letzten 10 Minuten, aber hey, 6-2. Ja, aber es ist genau das Mentale. Alles im Kopf. Das Momentum. Es wird erst am Schluss abgerechnet. Auf Schweizer Seite. Und ja. Jetzt können wir es ja sagen, wir wussten es schon. Wow, was ist das für ein Spiel? Dann der Penalty, der Ratajova nicht zur Entscheidung gereicht hat. Und dann schaut ihr das an. 58-18. Und dann sind es 4 Tore in den letzten 1/3 Minuten. In den letzten 100 Sekunden. Weniger sogar. Ja, es ist wirklich so. Also, es ist einfach so, dass im Unihockey im 6 gegen 5 sehr, sehr viel möglich ist. Tschechien, da muss man jetzt einen Vorwurf machen. Hat es nicht geschafft, mache ich den Ball zu halten, ja, vorne. Ein Zeit zu vergehen, sondern da haben sie wirklich nicht gut reagiert und die Schweiz natürlich jetzt mit dem nötigen Wettkampfglück am Schluss. Oder? Und, jetzt ist eine ganz, ganz komische Situation. Plötzlich haben die wieder etwas zu verlieren, die Schweizerinnen. Ja. Das ist auch so ein Faktor, wenn du so hinten lagst, hast du nichts mehr zu verlieren. Du gehst drauf und dann kannst du auch solche Rückstände aufholen. Jetzt gibt es Momentum, die Stimmung, alles ist für die Schweiz, aber das ist so ein Punkt,
wie viel riskieren wir jetzt? Wenn hier natürlich ist hier Golden Goal, also in der Verlängerung ist jeweils die Verlängerung wird beendet sein, sobald hier das erste Team ein Tor schießt. Ich würde sagen, das Momentum immer noch absolut auf Schweizer Seite. Also die Tschechen, die sind ganz sicher immer noch geschockt. Weil die Schweiz hat ja jetzt nicht über eine halbe Stunde die vier Goal geschossen, ein bisschen verteilt, sondern da ist immer noch Adrenalin pur bei den Schweizerinnen und die Tschechien in Schock. Also da bin ich mir sicher, das wird jetzt unglaublich schwierig für sie da, um zu reagieren. Gibt es das Wunder von Neuenburg tatsächlich? Das 7:6. Tschechinnen mit 100% Ballbesitz in der ersten Minute der Verlängerung. Ballverlust. Achtung! Heini. Gut aufpasst. Und dann auch wieder mal etwas durchatmen, etwas trinken, auch bei uns. Etwas Ballbesitz. Und dann zum entscheidenden Schlag anzusetzen. Der lange Ball, Julia Sutter. Der vorhin war so viel wichtiger, dass sie den Volley getroffen hat. Und es ist kein Wunder, dass Julia Sutter da wieder eine entscheidende Rolle gespielt hat. Sie ist einfach eine, die, wie auch Corinne Rüttimann, sie ist eine, die von ihrem Willen lebt. Das sieht man ihr an, wenn sie jubelt. Das sieht man ihr an, wenn sie auf den Platz geht. Sie ist eine absolute Leaderin in Sachen Wille. Ja, aber von denen hat es wirklich mehrere. Ja. Sutter natürlich da vorausgegangen und hat die UVA gestartet. Chance vielleicht für die Schweiz. Ja, das ist dann ein Stockschlag. Deshalb kein Ballbesitz für die Schweiz. Ja, die Tschechinnen können jetzt auch wieder im Spiel teilhaben. Ja, sie möchten natürlich auch gerne in den Finale, das ist ja keine Frage. Wenn du 6-2 vorne warst, das darf eigentlich nicht passieren. Ja, aber man muss schon sagen, im Unihockey passiert es. Ja. Immer wieder, klar, in den letzten 2 Minuten 4 Goal, sehr, sehr selten. Da hat die Schweiz wirklich eine unglaubliche Moral gezeigt, schon. Das kann man jetzt schon sagen, egal was hier noch passiert. 7 Minuten bleiben noch in dieser Verlängerung. 10 Minuten sind es maximal. Mirakova fast den Ball verloren da. An die Schweizerinnen mit einem vielversprechenden Angriff. Vicky! Gute Position. Ja. Gehrig verliert den Ball, bekommt den Freischlag. Wahnsinnsstimmung. Es stehen schon lange die Fans aufgestanden von ihren Plätzen, von ihren Sitzplätzen. Nicht nur als die Schweiz ausgeglichen hat, auch schon jetzt die ganze Zeit. Scheidecker. Super. Wieder einmal so ein Duell, dass sie nicht verloren gibt. Kempeli, Mischler. Mischler also unermüdlich, hat immer wieder mit Laufspiel über die Seite. So, und so nach 4 Minuten in der Verlängerung, finde ich, ist es eine gute Zeit, das Spiel zu entscheiden.
Marina Marti, ich sehe sie noch vor mir. Das hat sich irgendwie eingebrannt, wie sie da steht nach ihrem zweiten Treffer, nach dem 2:6. Nach ihrem ersten Treffer heute Abend. Und die Mann kann den Mann nicht gewinnen. Hälfte der Verlängerung ist fast um. Ball verlost und jetzt ist es! Das ist der Ball! Drin! 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 Final! Michel Wicki! Wow. Nein, das gibt's gar nicht! Ich kneif mich! Unglaublich! Wahnsinn! Das ist ein Wahnsinn, da legst du die Nieder! Eine Riesenwende. Wow. Wie der Hühnerhaut am ganzen Körper. Ein Team belohnt sich selber. Oh, mir tun Mannschaften nicht wirklich oft leid, die verlieren. Aber schau dir diese Tschechinnen an. Oh, das ist auch Hühnerhaut. Das ist, oh, es ist so dermaßen hart, dass die hier noch feiern können. Alles richtig gemacht, die Riesenchance zum ersten Mal in den Final zu kommen. Und dann vermasseln sie es, die Tschechien. Tatsächlich, ja. Aber gegen eine Schweiz, die nicht aufgeben bis zum Schluss. Wahnsinnig beeindruckend. Und zwar wirklich eine Teamleistung, mehrere Torschützinnen, die sich da können. Zeigen. Und hier wieder ein Pressing, wo sie weit aufstehen. Michel gut reagiert und Vicky, die genau richtig positioniert ist und einschiebt. Und an der letzten WM hatten wir Corinne Rüttimann, die Tore geschossen hat, aber nur sie. Und heute sind es andere, die entscheidend sind. Rüttimann ist immer noch da, aber es sind auch andere, die Verantwortung übernehmen. Ja, da hat Stella korrigieren noch mit der Vorbereitung, aber auch Gerig, der beteiligt. Und natürlich Freude riesig. Weißt du was, viel schöner, so in den Final zu kommen, als mit einem lockeren 7:3. Davon erzählen wir unseren Kindern noch. Wir haben es angesprochen und sie werden das auch tun. Oh. Eine unglaubliche Wende. Ich gebe es zu. Bei 18:00, ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten. Martina Kova, Tränen in den Augen, die Frau, die in der Schweiz spielt. Wir werden sie wieder sehen, wir werden sie wieder bestaunen dürfen. Und wir werden ein tschechisches Team sehen, das selbstverständlich an der nächsten WM, den nächsten Anlauf nehmen wird, Richtung Final. Sie haben eine gute Altersstruktur, ein tolles Team. Sie tun mir wirklich richtig leid. Wirklich. Ja, ich sehe die Schweizerinnen und ich freue mich unglaublich für sie. Aber auf der anderen Seite, es ist so hart. Sport kann so, so gemein sein. Und auf der anderen Seite die Schweizerinnen. Das wird die Tschechinnen natürlich noch lange beschäftigen. So Niederlagen, das ist natürlich sehr, sehr, sehr bitter. Der Topstar hat nicht gereicht. Die Leistung einer guten. Liska Krupnova. Und dann kann man eigentlich, ja, richtig. Ich wollte sagen, man kann eigentlich jeder auszeichnen. Aber sie war schon entscheidend. Mit ihren Assist ganz zum Ende des Spiels. Isabel Gerig schon eigentlich die Matchwinnerin mit ihren tollen Assists. Ja. Wirklich, sie hat nicht so eine physische Präsenz auf dem Feld, aber ihre Entscheidungen und die Abschlüsse und die Pässe, die sie spielt, wirklich hervorragend. Und hat da die Schweiz wirklich zurückgebracht in das Spiel. Gegen Schweden. Morgen. Das große Finale. 16.30 Uhr wird es hier angepfiffen in Neuenburg. Nach dem absoluten Wunder, das wir erleben durften. Und die Spielerinnen werden jetzt noch gefeiert. Sie werden sich bei den Tschechinnen bedanken für ein stupendes Spiel. Letztlich ein hochemotionales. Ja, und das hat es ja schon ein paar Mal gegeben. Schweiz, Tschechien, auch Bronzespiel, wo sehr, sehr eng sind.
oftmals mit einem besseren Ende für die Schweiz. Und auch heute. An der Heim-WM war es vor 8 Jahren umgekehrt. Da haben die Tschechinnen den Schweizerinnen in die Suppe gespuckt. Bei dieser Heim-WM passiert das nicht. Ja, das sind natürlich tolle Bilder jetzt. Da vom Schweizer Team. Das feiert das. Eine unglaubliche Wende zustande gebracht hat. Lara Heini auch noch einmal mit ihren Teamkolleginnen. Und dann tanzen sie da, oben rechts am Bildschirm zu erkennen, weil Michelle Wicki dieses 7. Tor nach 5 Minuten in der Verlängerung geschafft hat. Die Finninnen geschlagen, souverän geschlagen, die Tschechinnen jetzt geschlagen. All das, was in den letzten Jahren nicht mehr so richtig geklappt hat, hat geklappt, auch wegen des großen Aufwands im Sommer. Diese Sommer-Challenge ist der Grundstein, auf den dieses Team aufbaut, in körperlicher Verfassung gesehen, aber natürlich auch in Mannschaftsverfassung. Das hat sich noch einmal ganz klar gelohnt. Lara Heini, die nicht oft damit dabei sein konnte als Spielerin, die in Schweden engagiert ist. In der Mitte zu sehen, da Heini sagte, es war schon ein bisschen komisch, dort ein bisschen draußen zu sein, weil ich gemerkt habe, dass da etwas richtig Großes entsteht. Weil eine Wende, wie wir sie heute erlebt haben, gibt es ohne solchen Mannschaftsgeist einfach nicht. Sieben zu sechs. Ich kann es noch immer nicht wirklich glauben, diese Statistik. Die goldene Chance also morgen für die Schweiz, auch für eine ganze Gruppe, den Abschluss zu schaffen. Die Schweizerinnen werden so nie mehr spielen, denn einige stehen vor ihrem Ende in der Nationalmannschaft. Ich denke an Seraina Ulber, Michelle Wicki, Margrit Scheidegger, Tania Stella, Geraldine Rossi. Hinter ihnen steht ein Fragezeichen hinter ihrer Zukunft in der Nationalmannschaft. Einige haben bereits angekündigt, dass es die letzte WM sein wird. Oh, wie ist das schön. Ja, dem Lied schließen wir uns sehr, sehr gerne an. In einem Spiel, in dem die Tschechinnen zuerst gejubelt haben. Sie haben wie die sicheren Siegerinnen ausgesehen. Sie haben auch von Schiedsrichterentscheidungen profitiert. Der Penalty von Ratajova war überhaupt nicht zwingend. 2-3 Strafen auch nicht. Aber die Schweizerinnen sind zurückgekommen. Ganz zum Schluss waren sie da. Und waren besser, letztlich. Ein Tor besser als Weiß-Blau. Engagiert auf beiden Seiten, natürlich. Es war die Riesenchance für beide Länder, die normalerweise das Bronzespiel haben, um eine Auszeichnung zu bekommen, weil Finnland und Schweden einfach mehr Potenzial haben, dass Unihockey dort einen höheren Stellenwert hat als in der Schweiz und in Tschechien. Mittlerweile die Tschechinnen aber auf einem sehr guten Weg. Und dennoch sind es am Schluss die Schweizerinnen, die jubeln. Auch wenn diese Bilder noch etwas anderes suggerieren. Rolf Kern, der Trainer der Schweizerinnen, muss es ein bisschen abschätzen. Kann er wirklich auf Spannung gehen oder kann er auch entspannen? Er hat alles richtig gemacht, das kann man auch sagen, wenn man ein solches Spiel gewinnt. Ich bin ganz kaputt, gebe deshalb sehr gerne nach unten zu Sibylle Bellet.